Ja, ein herzliches Grüß Gott. Neben mir steht der Johannes Huber, Chef vom Kreisverband Pfaffenhofen-Freising. Und wir sind hier zu Gast in Dachau, im Kreisverband Dachau. Und ja, Johannes, schön, dass du dich bereit erklärt hast für unser Interview. Und ja, Wahlkampf geht in die heiße Phase. Und wie schätzt du das in deinem Kreisverband ein? Wie weit sind wir gut aufgestellt in den vereinzelten Gemeinden, wo wir ja, Kandidaten haben, oder wie der Kreistag aufgestellt ist? Wie ist deine Einschätzung? Ja, danke Daniel. Ich würde gerne was sagen zu unserem Kreisverband. Wir sind ja sowohl nördlich von München in dem S-Bahn-Gebiet, der Region Freising, aber wir haben auch sehr ländliche Regionen, auch bis nach Ingolstadt hoch. Das ganze Hopfenanbaugebiet, die Hallertau gehört zu uns. Und von daher haben wir schon auch durch diese Stadt-Land-Gefälle, sind wir natürlich auf dem Land besser aufgestellt als in der Stadt. Wir haben aber sehr viele Mitglieder in der Stadt und von daher können wir schon sagen, dass wir überall eigentlich für unsere Verhältnisse sehr gut vertreten sind. Wenn du mich fragst, mit wie vielen Prozenten ich rechne bei der Kommunalwahl, dann schwebt uns natürlich als Idealvorstellung immer so 10% auf jeden Fall vor. Wir treten nämlich zum ersten Mal bei der Kommunalwahl an und 10% zweistellig wäre schon ein gutes Ergebnis. Und das würde bedeuten, dass wir im Kreistag Freising zum Beispiel 7 Leute drin hätten, im Kreistag Pfaffenhofen 6 Leute. Und das würde in beiden Landkreisen uns ermöglichen, dass wir eine Fraktion bilden können, weil wir mehrere Leute auch drin haben, dass wir dann auch in den Ausschüssen drin sind, dort auch wirklich, wo es zur Sache geht, politisch auch mitmischen können. Und das soll eigentlich unser Ziel sein und da bin ich wirklich sehr optimistisch. Du hast ja in beiden Kreisen, Freising und Pfaffenhofen, haben wir ja zwei Landratskandidaten. Wir wissen zum Beispiel von Herrn Klaus Stauthammer, der AfD-Landkreis Landratskandidat ist für Pfaffenhofen, dass der wie zum Beispiel beim DGB ja nicht eingeladen worden ist. Wie siehst du da die demokratischen Verhältnisse? Ja, der DGB ist natürlich klar, ist eine Gewerkschaft. Die Gewerkschaften haben sowieso Angst vor uns, nicht weil wir irgendwie gefährlich wären, das sind ganz normale Leute, da können wir miteinander reden, sondern weil wir denen auch irgendwo die politische Macht wegnehmen. Das materialisiert sich beispielsweise bei der IG Metall auch, bei Audi. Man merkt durch die Umbildung der Industrie in Deutschland, viele Arbeitnehmer spüren das, weil ihr eigener Arbeitsplatz auch in Gefahr ist mittlerweile und laufen von der SPD möglicherweise jetzt zur AfD über. Das sind praktisch bei den Industriearbeitern mittlerweile die stärkste Partei auch in Bayern. Und das hat einen Grund. Das hat nämlich den Grund, dass die althergebrachte Politik einfach mit der Umbildung der Industrie, mit der Umbildung der ganzen Wirtschaft, deren Arbeitsplätze gefährdet und die Leute deswegen zu uns kommen, weil sie uns als konservative Partei, die auch die Arbeitnehmerinteressen auch vertritt, doch auch wahrnehmen. Und das ist natürlich nicht im Interesse der Gewerkschaften, die natürlich traditionell SPD-hörig sind und ihre Leute immer noch behalten wollen. Sozusagen sind wir als freiheitliche Partei, eine konservative Partei, nicht gut aufgestellt, weil die Leute ja freiwillig sich für uns entscheiden. Wir ihnen natürlich auch die entsprechende Angebote geben, weil wir die Wirtschaft nicht umbilden wollen, weil wir auch weiter Auto fahren wollen, weil wir weiter auch Dieselautos fahren wollen, weil wir die verschiedenen Optionen in unserem Leben, in unserem Wohlstand, den wir genießen können, auch weiter haben wollen. Und deswegen entscheiden sich die Leute für uns und wir vertreten auch deren Interessen. Ja, wie Sigmar Gabriel schon gesagt hat, die neue Arbeiterpartei ist die AfD. Ich glaube, sie bleibt es auch und wird es in Zukunft noch weiter fördern. Danke, Johannes, und bis aufs nächste Mal. Danke, Daniel. Gut.